So, jetzt rein. Sag mal hier, Fleisch, ja. Sieht wie eine fleischartige Masse aus. Nimm. Sag mal hier, ein Topf. Da hat jemand Kopfsalat drin zubereitet. Lecker. Mit frischen Köpfen. Geh zu Fass. Das ist dieses Zeug drin, das die Piraten trinken. Grog. Aha. Was haben wir hier? Geh zu Tisch. Geh zu Eintopf. Der ist kochend heiß. Lululululul. Nimm mal Gummihuhn. Nimm diese Kleinigkeit für. Ja, ich möchte gerne Gummihuhn nehmen. Nein. Ein Gummihuhn mit einem Karabinerhaken. Wofür das wohl gut sein mag. Okay, das können wir wohl nicht in den Eintopf werfen. Hauen wir mal das Fleisch rein. Ja, es geht. Eine pickende Möwe. Geh zu Fisch. Sieht aus wie ein Hering. Ja, dann nimm ihn doch einfach. Ich glaube, der Vogel pickt mir die Hand ab. Mistvieh. Huch. Alles klar. Geh zu Boi. Ach, wie geil. Boing. So. Jetzt ist der Vogel weg. Ey, sieht wie ein Hering aus. So. Na komm, jetzt hau ab. Geh zu Fisch. Nimm Fisch. Was denke ich denn da so hin im Hintergrund? So ein benutze Fisch mit Eintopf. Balup. Nicht Fisch und Fleisch. Okay. Dann benutze Eintopf. Nimm Eintopf. Aua! Hab's! Heiß! Aua! Fleischeintopf. So, und jetzt nimm mal Fisch und geht. Nee, halt. Benutze Fisch mit Eintopf. Ja. Fischeintopf. Lecker, 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 lecker. So, und dann nimm Fischeintopf. Aua. Hab's. Ja, wunderbar. So, jetzt haben wir Fisch und Fleischeintopf und ich habe keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Brrr. Lalalala. Wir konnten uns leider nicht vom Grog bedienen, da wir wohl den irgendwo noch reinfüllen müssen. Irgendein Krüglein oder so. Ach, wie schön der Mond. Ein schöner Mond. So. Na, gehen wir mal weiter erkunden ein bisschen. Gehe zu Klippen. Gehe zu Speer, gehe zu Pfad. Ah, geht's hier wohl noch weiter? Gehe zu Lichter, Brücke, Lichtung. Was haben wir hier? Insel, Haus. Oh, gehen wir mal zur Brücke. Und was haben wir denn hier sonst noch? Rumfliegen, nischt. Gehe zu Troll. Halt! Du musst Wegzoll zahlen. Zur Seite, Troll. Ich bin ein mächtiger Pirat. Ach bitte, könnten Sie mich wohl vorbeilassen? Wie viel kostet der Spaß? Hinter dir, eine Maus. Darauf falle ich nicht rein. Hau ab, du schleimige Seeschnecke. Du kannst nicht vorbei, ohne den Wegzoll zu zahlen. Wie viel kostet der Spaß? Nun, was hast du denn? Etwas ziemlich ranziges Fleisch. Einen tollen Eintopf, einen Gummihuhn, einen Karabinerhaken. Leg dich nicht mehr am großen Piraten an. Zwei Goldstücke, nichts Weltbewegendes. Ich will etwas, das wichtig aussieht, aber zu nichts Nütze ist. Bermuda-Shorts mit Karo-Muster, eine Affenleine mit drei Halsbändern, ein Gummihuhn mit einem Karabinerhaken, mein altes abgegriffenes Erbfolgezepter, dann werde ich mal sowas suchen gehen. Ciao. Ja, genau, Affenleine mit drei Halsbändern. Bist du noch blöder, als du aussiehst? Du hast drei Chancen, mir etwas Passendes zu geben. Danach fresse ich dich auf. Niemand darf vorbei. Gib Fischeintopf an Troll. Ah, ein roter Hering. Okay, geh weiter.
Ah, geil. Ach, wie cool ist das denn? Lichter. Hat sich wohl einer verkleidet? Geht zu Pfad, geht zu Boot, Stans previously und Vessels. Ach, schön. Der Stan, an den kann ich mich noch ein bisschen erinnern. Geht zu Boot. Süß, aber klein. Willkommen in Stans Gebrauchtschiff-Bazar. Ich suche gerade die Hemisphäre nach den schönsten Stücken leichtgebrauchter Transportmittel ab. Sehen Sie sich in Ruhe um, bin bald wieder da, Stan. Okay, geh zu Krogautomat. Zwei Goldstücke mit Rumpel, Rumpel. Nichts. Mist, verdammter. Was haben wir hier? Geh zu Boot. Jetzt haben wir ein Gold rausgeschleudert. Sieht wie eine dieser Europa-Importe aus. Das Drachenboot, wie schön. Ah, sie ist. Was ist das? Ah, leicht reparaturbedürftig. Wäre ich gar nicht drauf gekommen. Gluck, gluck, gluck. Fuel Economy. Treibstoff ökonomisch. Vor allem beim Segelschiff. Ach, schön. Ziemlich langweilig. Ja, das stimmt. Was haben wir hier? Sieht wie ein richtig gutes Schiff aus. Und das da hinten, das schon halb im Wasser hängt? Ich wundere mich, dass das noch nicht gesunken ist. Kommt aber mit Sicherheit irgendwann bald. Dann wird es die Black Pearl und dann mit einer Geistercrew machen wir die Meere unsicher. Halt. Falscher Film. Geh zu Pfad. Was haben wir denn sonst noch? Lichter, Gebrauchtschiff, Bazar, Haus. Lichtung, Küste. Ausguckort. Lalalala. Gebrauchtschiff, Bazar, Brücke. Was haben wir denn hier hinten am Haus? Lalalala. Oh, Schild. General Smirks Bodybuilding Studio. Preise. Schwertraining 30 Goldstücke. Kanonentraining 160 Goldstücke. Kugeln extra. Entertraining 130 Goldstücke. Enterhaken extra. Ja, okay. Na, no, dann schauen wir mal rein. Ich werde mal klopfen. Das gehört sich so. Was willst du, kleine Ratte ohne Rückgrat? Würden Sie mich trainieren, den Schwertmeister zu schlagen? Könnten wir wohl eintreten, mir ist etwas kalt. Wissen Sie, wo der Schwertmeister lebt? Machen Sie doch bitte die Zigarre aus. Sie schadet Ihrer Gesundheit und riecht scheußlich. Natürlich, ich drück sie sofort aus. In deinem Gesicht. Vielleicht gehe ich einfach. Gute Idee. Was ist denn das für ein Kauz? Hallo, was willst du? Würden Sie mich trainieren, den Schwertmeister zu schlagen? Könnten wir wohl antreten, mir ist etwas kalt. Was hast du gesagt? Ich meinte, hier draußen ist es sehr kalt. Hast recht. Ich könnte mich erkälten. Alles klar. Was willst du? Würden Sie mich trainieren, dass ich den Schwertmeister schlagen kann? Besser als der Schwertmeister? Du? Du könntest nicht mehr halb so gut wie Vikale, selbst mit stundenhärtestem Training. Ich erinnere mich, wie Carlo und ich im Port Royal kämpften. Die Regierungstruppen hatten uns eingeschlossen. Sah aus, als sei das unser Ende. Doch dann sagte Carla. Aber ich schweife vom Thema ab. Du bist einfach nicht aus dem richtigen Holz geschnitzt. Bin ich doch. Sie sollten wirklich das Rauchen aufgeben. Und zufälligerweise erinnert der gar nicht an Duke Nukem. Das bin ich doch. Bist du nicht? Bin ich. Nein, na verdammt. Ich glaube, Sie haben recht. Nein, schade, ich wollte so schöne Diskussionen in Flammen lassen. Bin ich nicht? Bist du nicht? Bin ich doch? Bist du nicht? Bin ich doch? Stinkende Pirat. In der Hölle. Wo sitzt dieser vermaledeite Zirkus? Haus, Insel, stinkende Pirat. Lichtung. Ja, gehen wir mal zur Lichtung.
Ort, Ausguck, Brücke. Ding, 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 ding. Oh, was haben wir hier? Geh zu Zirkuszelt. Juhu. Lalala. Ich würde ja hineingehen, aber bei Schießpulver muss ich niesen. Nun, ich habe mir letzte Woche bei der Löwennummer die Hand verletzt. Ich glaube nicht, dass der Kratzer so viel wiegt wie meine Allergie. Du Betrüger hast gar keine Allergie. Los, ab in die Kanone. Nein, du gehst in die Kanone. Nein, du gehst in die Kanone. Feigling. Angsthase. Waschlappen. Mäme. Blutsauger. Ausbeuter. Schurke. Schuft. Nichts nutzt. Tauge nichts. Dummkopf. Schwachkopf. Starrkopf. Sturkopf. Querkopf. Pirat. Was? Geh einfach in die Kanone. Nein, du gehst in die Kanone. Nein, du gehst in die Kanone. Meine Mutter wird das nicht erlauben. Lass unsere Mutter daraus gehen in die Kanone. Nein, du gehst in die Kanone. Nein, du gehst in die Kanone. Du dummes Huhn. Du dummes totes Huhn. Du Gummihuhn mit Karabinerhaken in der Mitte. Was? Geh einfach in die Kanone. Nein, du gehst 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 in die Kanone. Blutsauger, Ausbeuter, Schurke. Ja, das hatten wir schon. Sag mal, Junge, die einmal im Leben ein irrsinniges Kunststück, ein todesmutiges Kunststück, ne, richtig, ein gefährliches Kunststück, nein, wirklich gefährliches, ein einfaches Kunststück, aber aufregend, mit dem unglaublichen, wagemutigen, akrobatischen und überall wohl bekannten, fantastisch fliegenden Fettuccini Brothers, das sind wir, mein Bruder Alfredo und mein Bruder Bill. Na, was ist? Ja, das ist was, ist ganz einfach, wirklich. Siehst du die Kanone hier? Ja. Alles, was du tun musst. Steig in die Kanone und wir schießen dich heraus. Fertig, quer durch das Zelt. Ganz einfach, alles sehr sicher natürlich. Also, was sagst du dazu? TÜV hat's auch schon abgenommen. Okay, ich tu's. Wie viel zahlt ihr denn? Wie wär's mit 478 Goldstücken? Was? Ja, das klingt... Auf keinen Fall. Hey! Blutsauger! Ausbeuter! Gibt's hier zufällig eine Toilette? Hallo! Bereit für die menschliche Kanonenkugel? Okay, ich tu's. Wir zahlen dir 478 Goldstücke. Hast du einen Helm? Nein, wieso? Brauche ich einen? Kein Helm? Oh, du brauchst aber einen Helm. Die menschliche Kanonenkugel trägt immer einen Helm. Auf jeden Fall. Besorg dir einen Helm, dann machen wir den Trick. Topfhelm? Schau an. Da hat jemand Kopfsalat drin zubereitet. Na, ja, lecker. Blutsauger, Ausbeuter, hallo, Jungs. Jung. Bereit für die menschliche Kanonenkugel. Hast du einen Helm? Natürlich habe ich einen Helm. Für was für einen Idioten haltet ihr mich? Nun, zeig mal her. Wir wollen sicher sein. Dass es sicher ist. Sollst dir nicht wehtun. Auf keinen Fall. Benutze Schaden. Mach, gib. Topf an Fettuccini Brothers. Ja, das wird als Helm ausreichen. Jetzt können wir loslegen. Okay, einfach hier hin, Junge. Nun setz den Helm auf und steig in die Kanone. Und wir kümmern uns um den Rest. Echo, 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 Echo. Botsch. Es klappt, ich bin so erleichtert. Ach, wie wunderbar. Hey, bist du okay? Wo ist mein Helm? Ich bin Bobbe, bist du meine Mutter?
Ihm geht's gut. Hurra, wir werden sterben, war im finanziell fatalen Schadenersatzprozess bewahrt. Hier ist ihr Geld, mein Herr. Nur ein kleiner Ausgleich für ihre Hilfe. Wir sollten etwas genauer zielen. Ich versuch's als Nächster. Nein, ich bin der Nächste. Nein, ich. Nein, ich. Nein, drücke Berger. Verlierer. Rüpel. Fatzke. Puh. Endlich raus. Und wir haben 479 Goldstücke. Ja. Schöne Sache. Ich hoffe, das eine, das wir in den Automaten geschmissen haben, hat da nicht allzu viel ausgemacht. Puh. So. Dann gehe ich mal ganz kurz in die Aufnahmepause, weil ich heute die Folge eigentlich gern noch rausballern würde. Also dann, Tschüsselkowski, bis zum nächsten Mal. Ciao.